Achtung, Achtung! Hier spricht das neue Preußen Otto Brauns und Karl Severings. Wählerinnen und Wähler, die Not, die auf dem deutschen Volke lastet, ist die Folge des verlorenen Weltkriegs der Hohenzollern. Ist ein Teil der riesenhaften kapitalistischen Weltwirtschaftskrise, die zum Beispiel im reichen Amerika 10 Millionen Arbeitslose geschaffen und Provinzen, so groß wie Preußen, von den Farmern, von den Bauern leer gemacht hat. An diesen Kriegsfolgen, an dieser kapitalistischen Wirtschaftszerrüttung hat die preußische Regierung das preußische System nicht zu verantworten. Der Kampf in Preußen geht vielmehr darum, ob Preußen weiter republikanisch und demokratisch regiert werden soll, ob alle Berufsschichten des deutschen Volkes, auch Arbeiter, Angestellte und Beamte, gleichberechtigt bleiben sollen oder ob wir zurückgestoßen werden ins alte Preußen des Dreiklassenwahlrechts, des Herrenhauses, des Junkermonopols auf die gesamte Verwaltung. Der Kampf um Preußen ist ein Teil des großen Kampfes um die Gleichberechtigung der arbeitenden Menschen. Junker Preußen oder Arbeiter Preußen, das allein steht zur Entscheidung. Die Nationalsozialisten sind in Preußen nichts anderes als die alte junkerliche Reaktion. Sie wollen das gleiche Wahlrecht beseitigen, die Koalitions- und Versammlungsfreiheit aufheben, Rede- und Pressfreiheit zerstören. Sie wollen Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung vernichten und an ihre Stelle einen Zwangsarbeitsdienst aller Frauen und Männer von 16 bis 60 Jahren setzen. Sie wollen Preußen verwandeln in ein großes Zuchthaus und eine große Kaserne. In den letzten 4 Jahren preußischen Landtags sind die Nationalsozialisten in jeder Frage mit den Deutschnationalen durch dick und dünn marschiert. Und die treuen Bundesgenossen der Deutschnationalen und Nationalsozialisten sind dabei die Kommunisten gewesen. Sie haben einen deutschnationalen Misstrauensantrag gegen die Regierung Braun-Severing zugestimmt, weil diese marxistisch wäre. Zum Ausgleich haben Deutschnational- und Nationalsozialisten einem kommunistischen Misstrauensantrag zugestimmt, als dessen Grund vorgeschützt war, dass Polizei und Regierung in Preußen einseitig gegen die Marxisten vorgingen. 32 Mal haben die Vereinigten Hakenkreuzler und Rotfrontler gemeinsam gegen die Regierung Braun-Severing gestürmt. Gemeinsam sind Stahlhelm, Nazi und Kozi zum Volksentscheid des 9. August gegen die Preußenregierung angetreten. Sie verbindet der Hass gegen die demokratische Freiheit und die republikanische Ordnung. Über 10 Jahre hat jetzt das Kabinett Otto Braun, Karl Severing die demokratische Republik gegen ihre Feinde, gegen Gewalt, Terror und Lüge verteidigt. Die Republik Preußen ist das feste Bollwerk der Demokratie in ganz Deutschland geworden. Sie ist die unerschütterliche Stütze der Hoffnung, dass wir durch die kapitalistische Weltwirtschaftskrise hindurch wieder zu besseren Zeiten und zu gerechteren Wirtschaftsformen gelangen. Darum vereinigt sich das gesamte werktätige Volk am 24. April zur Verteidigung der Republik, zum Schutz der Freiheit, zur einheitlichen Stimmabgabe für die Sozialdemokratische Partei, für Otto Braun und Karl Severing.